Ja, grüß Gott zusammen. Das erste Heimspiel im neuen Jahr ist gleichzeitig das Topspiel in dieser Runde. Morgen Abend in der Arena gegen Schalke 04. Willkommen euch, willkommen Hansi Flick. Hansi, wie schwer sollte der Auftritt gegen Schalke werden? Was denkst du? Ja, jedes Spiel hat so seine Tücken. Aber ich meine, das Spiel gegen Gladbach haben wir ja alle angeguckt und ich war schon sehr beeindruckt. Welcher Präsenz Schalke auch auf dem Platz war, wie sie den Gegner unter Druck gesetzt hat, früh unter Druck gesetzt hat und ein hohes Angriffspressing auch gemacht hat. Also, und dann ja, auch einfach fußballerisch die Angriffe sehr, sehr gut rausgespielt und am Ende dann auch verdient gewonnen. Deswegen wird es gegen Schalke ja, einfach auch ein schwieriges Spiel. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie auch uns ja, pressen werden, dass sie uns auch unter Druck setzen werden. Aber da sind wir selbst auch, denke ich mal, gut eingestellt und wissen, was auf uns zukommt. Dankeschön. Dann bitte eure Fragen, Torben Hoffmann. Hansi, seit Mittwoch ist der Neuzugang Odriozola auch im Training mit dabei. Inwieweit ist er jetzt für Sie persönlich auch schon eine Alternative für das Spiel gegen Schalke? Oder kommt das zu früh? Und ganz nebenher oder nebenbei war Rafinha heute auch da. Mhm. Oben auch hat er gesagt, Mensch Trainer, hättest du auch mich holen können? Nein. Wir haben gestern schon gesehen, Rafinha, und wir haben heute auch noch mal ganz kurz gesprochen. Aber das ist so, dass ich mir die Dinge natürlich offen lasse. Er macht einen sehr guten Eindruck, ist auch einer, der ja, einfach ein guter Typ ist. Er ist auch ein Offensivverteidiger, der seine Schnelligkeit ins Spiel mit einbringen kann, der sehr beweglich ist und ja, auch ich sag mal, im letzten Drittel gute Flanken schlägt. Also von daher möchte man das einfach offen lassen bis zum Schluss und werde es kurzfristig auch entscheiden, was ich mit ihm auch mache. Stefan Kumberger. Herr Flick, bleiben wir bei der Neuverpflichtung. Mhm. Karl-Heinz Rummenigge hat in der Pressemitteilung verkünden lassen, man sei froh, dass man ihrem Wunsch entsprechen konnte. Hasan Salihamidžić hat das vorgestern auch nochmal wiederholt. Empfinden Sie das auch so, dass es so ein bisschen ein Geschenk bzw. ein Wunsch erfüllen an Sie war? Und bisher ist ja nur die Hälfte Ihrer Wünsche erfüllt. Sie wollten ja zwei Spieler. Also ich weiß nicht, ob das mit mir zusammenhängt, meine Wünsche zu erfüllen. Letztendlich, klar ist es so, dass wir eine Alternative mehr haben, eine Option mehr haben. Das gibt uns eine gewisse Flexibilität mehr und das wollten wir auch. Und also von daher geht es einfach auch darum, so wie ich es auch immer gesagt habe, es geht darum, möglichst, dass die Mannschaft auch Optionen hat. Und damit haben wir durch die Verpflichtung haben wir genau diese Option auch, die wir gewollt haben. Wir wollten noch einen Außenverteidiger verpflichten und dadurch natürlich auch, wenn was passiert, auch im Zentrum eine Innenverteidigung dann eine Option mehr zu haben. Jetzt ist es so natürlich, dass Lukas ganz gute Fortschritte macht, muss man einfach sagen. Hat jetzt heute auch komplett mittrainiert, auch beim 10 gegen 10 oder 11 gegen 11 komplett mittrainiert. Also es ist nicht so, dass er da jetzt halt integriert wurde und neutraler gespielt hat, sondern er hat seine Sache da auch ganz gut gemacht. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie alles so, wie sein Knöchel auch reagiert auf die Belastung, auf die Vollbelastung. Und von daher bin ich damit zufrieden, weil aktuell, muss man sagen, habe ich die eine oder andere Option auf der Bank auch. Und das war für mich sehr wichtig. Es hat im Trainingslager ganz anders ausgeschaut. Und deswegen glaube ich, mit der Verpflichtung jetzt, ja, bin ich soweit zufrieden. Ja. Also kein zweiter Spieler, der kommen muss. Wir wissen alle, solange das Fenster auf ist, kann so vieles noch passieren. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab und wir gucken und auf das Spiel gegen Schalke 04 und konzentrieren uns da absolut drauf. Dahinter, Klaus Bergmann, bin fertig geschrieben. Herr Flick, wie gefällt Ihnen eigentlich so die Jägerrolle in der Bundesliga? Es ist einfach so, das sind die Voraussetzungen, die wir wussten. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen schauen, dass wir von Spiel zu Spiel letztendlich auch gut performen. Letztendlich ist es wichtig, dass wir unsere Leistung abliefern. Wir dürfen nicht so auf den Gegner schauen, auf Leipzig oder wen auch immer, auf unsere Mitkonkurrenten. Wir sehen natürlich auch, dass da sich auch einiges tut, ob das Leipzig ist, ob das Dortmund ist. Denk alle sind heiß drauf und wird dann natürlich jetzt eine Chance, auch vielleicht dieses Jahr Meister zu werden. Deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass wir ja, einfach in jedem Spiel gut performen, unsere Leistung bringen und dann wird es auch so wie in den vergangenen Jahren sein, dass es die Meisterschaft nur über uns geht. Florian Plettenberg.
Herr Flick, servus. Was erwarten Sie von Ihrer Mannschaft spielerisch? In Berlin hatte man so ein bisschen das Gefühl, zwei Gesichter. Erste Halbzeit hat es dann ein bisschen gerumpelt. Zweite Halbzeit sehr dominant gewesen. Was muss jetzt auch hinsichtlich der nächsten, vielleicht schon sehr entscheidenden Wochen beim FC Bayern, was muss da besser werden? Was erwarten Sie von der Mannschaft spielerisch? Also wir haben klar die erste Halbzeit, in der Halbzeitpause haben wir natürlich vieles angesprochen. Ich war jetzt nicht ganz so unzufrieden mit der ersten Halbzeit, weil ich glaube einfach, dass man nach einer kurzen Winterpause, nach einer kurzen Vorbereitung einfach auch wieder in den Spielrhythmus reinkommen muss. Das haben sie sehr gut gemacht. Aber mir hat ein bisschen das Tempo gefehlt. Auch dann in verschiedenen Situationen haben wir zu umständlich gespielt, gerade in der ersten Halbzeit. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Und wenn man dann so will, was mich dann manchmal auch überrascht, dass die Mannschaft immer wieder ein Tor braucht, um dann ja, einfach auch das Gefühl hat, oder man hat dann das Gefühl, sie sind selbstbewusster. Das überrascht mich immer mal wieder, weil einfach wir auch enorme Qualität im Kader haben. Und von daher erwarte ich das eigentlich von meiner Mannschaft, dass sie genau ins Spiel geht und weiß, okay, wir sind top und wir können jeden Gegner einfach auch bespielen. Und das hat mir in der zweiten Halbzeit in Berlin natürlich gut gefallen, dass wir auch, ich sag mal, das 4-0 gemacht haben, wirklich auch Tor gegangen sind. Und was mir besonders gut gefallen hat, auch wie man gefeiert hat, dass wir kein Tor bekommen hatten. Manu hat sensationell gehalten, die Chance von Pascal Köpke. Und da hat man ihn auch abgefeiert. Das zeigt natürlich auch, dass man in der Defensive ja, als Team auch arbeitet. Und das ist mir auch wichtig. Sie haben es eben schon angesprochen. Eine Frage noch zu Manuel Neuer. Die Augen werden natürlich auf ihn gerichtet sein. Haben Sie ihn noch mal gesondert beiseite genommen jetzt in dieser Woche oder lässt man einen Manuel Neuer einfach Manuel Neuer sein? Oder ist die Rückrunde schon eine andere Erwartungshaltung jetzt an ihn aufgrund der ganzen Nübel-Diskussion und so weiter? Oder sehen Sie das gar nicht so? Ich sehe das gar nicht so. Manuel ist ein absolut Weltklasse-Torwart und er hat so viel Erfahrung. Er weiß, mit den Dingen umzugehen und da mache ich mir null Gedanken. Klaus noch mal und dann rüber. Herr Flick, Joshua Kimmich ist wieder spielberechtigt. Ist das ein Automatismus, dass er dann auch sofort wieder auf dem Platz steht? Ja, für mich ist Joshua Kimmich ja, einfach ein Musterbeispiel an Profi. Er ist in jedem Training ja, zu 100% motiviert. Er ja, ist auch immer einer, der alles aus sich herausholt und auch einer ist, der immer dazu lernen will, sich entwickeln will. Oh, das ist einfach eine Charaktereigenschaft, die mir sehr, sehr gut gefällt an einem Spieler. Und deswegen ist es auch so, da kann ich Ihnen ruhig auch mitteilen, dass er spielen wird. Und das lasse ich mir auch bis zum Schluss offen. Ja. Philipp Nagel. Herr Flick, von Borussia Dortmund ist zu hören, dass die Vereinsführung wohl eine Senkung der Altersgrenze, die zur Spielberechtigung in der Bundesliga erlaubt, vorantreiben will. Was halten Sie davon? Wie finden Sie das, wenn dann möglicherweise auch 15-Jährige, teils ja, sehr talentierte Spieler, aber dann in der Fußball-Bundesliga aufschlagen und auch spielen dürfen? Ob jetzt ein 15-Jähriger spielen muss, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber es gibt natürlich auch, ich sag mal, wenn man... Das ist jetzt U17, letzten Jahr U17, also mit 16. Wir haben ja auch jetzt einen 16-Jährigen dabei gehabt. Und wenn man einfach seine Entwicklung sieht, ja, auch seine physische Stabilität. Und da muss ich, es sind natürlich mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen muss. Ja. Und also Bright war da in Doha auch einer, der mir sehr gut gefallen hat, der gerade, ich sag mal, im Zweikampf, aber auch mit Ball, auch unter Druck, das hervorragend gelöst hat. Also von daher glaube ich schon, dass man nicht unbedingt also mal warten muss, ich glaube jetzt bis 17 Jahre und dass man ruhig auch also mal das dann im letzten Jahr U17 da auch drüber nachdenken kann, ob ein junger Spieler spielen kann. Heiko Niederer. Ich habe noch mal eine Torwart-Nachfrage. Es ist ja durchaus auf der anderen Seite auch spannend. Da geht es ja so ein bisschen darum, wie es bei Schalke weitergeht. Haben Sie da ein bisschen ein Auge drauf, was da jetzt so die nächsten Wochen passiert? Schubert, Nübel oder interessiert Sie das überhaupt nicht? Na, ich habe genügend Spieler, um die ich mir Gedanken machen muss. Also muss ich nicht nach Schalke schauen. Ist ja bald Ihr Spieler. Also könnt ihr auch darauf hindeuten, wie er dann das hier ankommt. Das wissen wir jetzt noch nicht, wie das dann ab 1.6. oder 1.7. aussieht. Deswegen wirklich, da müssen wir keine Gedanken machen. Und wir haben genügend Torwart auch hier. Und deswegen geht die Aufmerksamkeit einfach unserem Kader. Wow, keine Meldung mehr?
Okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Geh ein bisschen vom Spiel weg. Ihr langjähriger Weggefährte Joachim Löw, nächste Woche 60. Wie ist eigentlich so Ihr Kontakt zu ihm? Wie bewerten Sie ihn so als Trainer und auch als Mensch, als vielleicht kann man sagen Freund, oder? Ja. Na, wir sind immer noch sehr gut in Kontakt. Er war jetzt auch vor Berlin, auch bei uns im Hotel. Wir haben uns kurz getroffen. Und wir haben eine tolle Zeit, eine erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Und das sagt letztendlich alles. Es ist einer, ja, dem auch eine Freundschaft sehr, sehr wichtig ist. Und als Trainer hat er, glaube ich, da muss man nicht allzu viel sagen, die Erfolge oder das, was er dem deutschen Fußball gegeben hat, so auch die Spielkultur, die er reingebracht hat, ist einfach auch sehr gut gewesen. Die Entwicklung war sehr gut. Also von daher war er ja einfach schon auch in der Entwicklung des deutschen Fußballs, auch wie wir letztendlich auch gespielt haben, ob das jetzt, sagen wir, wenn man jetzt sagt, 2010 hat es angefangen bis 2014, aber auch danach hat einfach ein Spielstil stattgefunden, eine Änderung stattgefunden, die er absolut geprägt hat. Und deswegen ist es einfach für mich ein sehr guter Trainer, der eine Mannschaft sehr, sehr gut führen kann und ihnen auch letztendlich ihre Stärke auch vermitteln kann. Dann Torben nochmal zum Schluss. Also RB hat nochmal aufgeladen, Borussia Dortmund auch in der Winterpause. Haaland, wie haben Sie so das Debüt da in Augsburg wahrgenommen? Was sagen Sie da auch, kurz mal weg auch von den Bayern, sondern eben wenn so ein Spieler nach Dortmund geht und dann eben auch im ersten Spiel gleich letztendlich so performt? Ja, das wünscht man sich ja, dass man einen Spieler verpflichtet und dann der 3 Tore macht. Ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, weil wir gerade auf dem Flug nach Berlin waren. Aber klar war es schon beeindruckend, dass man reinkommt und dann natürlich das Spiel dreht. Und es spricht für ihn. Der hat ja in Salzburg letztendlich auch gezeigt, was für eine Qualität er vom Tor hat. Also von daher haben sie einen guten Fang bekommen. Dann Heiko zum Schluss. Ich habe auch noch mal eine Namensnachfrage. Das ist Serge Gnabry, der hier so lacht. Ne? Ah, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Gut, okay. Dann. Danke. Emre Can, es gibt gerade heiße Gerüchte mit Dortmund. Da gab es auch immer mal Überlegungen, Bayern, wäre das einer für Bayern durchaus? Oder hätte man sich das vorstellen können? Oder wie sehen Sie den? Wenn Sie mir jetzt fragen über Fußball Emre Can, dann sage ich Ihnen was dazu. Alles andere ist Spekulation. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, solange das Fenster noch auf ist, kann noch einiges passieren. Aber Emre, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Ja, ich war 2009 bei der U21 EM in Israel. Da war ich auch vor Ort und habe auch mir ein Bild von ihm machen können. Und er ist einfach ein Top-Profi. Er ist er hat eine hervorragende Karriere hinter sich. Ja. Ob das Liverpool war, er hat über Bayern, dann Leverkusen, Liverpool, jetzt bei Juve. Im Moment läuft es nicht allzu rund für ihn, muss man einfach sagen. Aber er hat einfach eine Qualität, auch in der Bundesliga in jedem Verein zu spielen. Und das zeichnet ihn aus, dass er einfach absoluter Profi ist. Das ist ein Leader. Und von daher, glaube ich, tut er jeder Mannschaft gut. Dankeschön. Danke, Hansi. Danke euch. Danke dann auch. Bis morgen beim Spiel. Gut.